Zwinker-Smiley. Ja. Zwinker-Smiley. Du nimmst dein Handy mit auf die Toilette? Ja. Da, 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 da. Ba, da, da, da. Ba, da, da, da. Sorry, I was just a little wild. Da, 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 da. Ba, da, da, da. Guck mal, es ist doch total entwürdigend, wenn ich zum Beispiel im Restaurant aufstehe, mir eine Bild-Zeitung greife und sage, so Freunde, ich gehe jetzt mal kurz mal richtig fein kacken. Da ist das doch super, du hast das iPhone und kannst auf Toilette sitzen. Das hat allerdings den Nachteil, dass man jetzt einfach noch, ich gehe ja sehr gerne, sehr lange auf Toilette. Ich habe das ja häufiger, dass ich meiner Frau sage, so, ich gehe kurz auf Toilette und die sagt, tschüss, bis morgen. Ohne Witz, verarsche mich auch noch. Na, weil du wirklich oft da schläfst. Ja, aber ich habe früher auch, wenn ich woanders war, habe auf Toilette gesessen, weil ich einfach irgendwas lese, habe mir sogar irgendwelche Shampoo-Flaschen genommen. Und, ja. Wenn man nichts mit hat, man traut, ja. Als Mädchen ist ja, kann man ja nicht so herrlich gerne scheißen wie Typen, das ist ja irgendwie was anderes. Mag es, wie du das Wort scheißen sagst, das hat Klasse. Oder? Mhm. Das ist ja was anderes. Als Mädchen darf man ja höchstens so einen kleinen Haseköttel mal versehentlich in die Schüssel plumpsen lassen. Findest du eigentlich, dass ich wahrscheinlich gar keine Chance mehr habe, ein echter Superstar zu werden, weil ich mich auch ein Stück weit jetzt selbst entzaubert habe, ne? Ja, ja, irgendwie ja. Ist der Mythos Mickey Beisenherz. Ja, es ist ein bisschen kontraproduktiv, eins was ich gerade gemacht habe. Eins wüsste ich noch gerne. Ja, eines, ja, was denn? Kommst du mit den Füßchen auf den Boden, wenn du auf der Toilette sitzt oder baumeln die so? Mickey so ein mieses Ass. Nee, aber was ich gerade meinte, was zum Beispiel ganz schrecklich ist, und Facebook macht das auch ganz gerne mal, dass die, du kannst die Chat-Funktion, musst du immer wieder neu ausstellen. Ja, verwechselst du die Chat-Funktion immer mit der Post-Funktion? Der war gar nicht so schlecht, du Drecksau. und da ist es dann so, dass du da am Rechner sitzt und das merkst du gar nicht, auf einmal ploppen so 5 Chatfenster auf. Boah. So, hallo, huhu. Kuckuck. Und dann kannst und dann, du dich oh nicht Gott, totstellen. Ey, verschwinde dir, ja. Freaks. Haut ab. Wie mit diesem Ding auf der Kirmes, wo du mit so einem Ding auf diese Köpfe raus. Ja, verschwindet. Ja, seid ihr wahnsinnig. Und das Schlimme ist, man sieht ja, das ist ja, man fühlt sich wirklich beobachtet, weil da steht ja dann auch immer, weißt du ja von wem anders, gesehen um. Und wenn du dich dann totstellst, ja. Kannst du nur, dann musst du kurz danach posten, oh Mensch, bin schlimm gefallen auf dem Weg ins Krankenhaus, damit die Leute dir glauben. Ja, entschuldige bitte, ich habe gerade meine beiden Hände verloren. Ein Sanitäter schreibt das gerade für mich. Kann mich übrigens die nächsten Jahre nicht mehr melden. Liebe Grüße, PS, ich bin schwul. Ne? So, was man so dann so sagt halt. Ja, die üblichen Ausreden, die man hat, richtig. Wenn man sich nie wieder treffen will. Natürlich. So häufig ist es ja sinnvoll, einfach vis-à-vis zu kommunizieren. Weil wie du natürlich, du naja, weil du anhand der Fresse Mimik und Gestik des Gegenübers ja nun mal ungefähr erkennen kannst, wie was gemeint ist. Also Ironie und solche Dinge verspielen sich ja im Textlichen. Also dafür gibt es doch die geilen Smileys. Ja, das ist übrigens auch so eine Sache. Das erlebe ich immer, wenn Leute sich zum Beispiel gegenseitig beleidigen, so via Facebook und so. Da gibt es ja unzählige Beispiele. Warum, wenn ich doch jemanden ernsthaft beleidige als erwachsener Mann, dann setze ich doch kein Smiley dahinter. Entweder ich beleidige den oder ich lasse es weg. Oder der erstaunte Smiley. Und manchmal kann man so Sachen so missverstehen. Also es gibt ja manche, die benutzen ja Interpunktionen wie erbrechen. Ne? Da ist ja irgendwie dann, das ist ein Schwall, der dann, also ich hatte es mal zum Beispiel mit einem Kumpel, der leitet ein Reisebüro. Mhm. Und dann habe ich immer mit ihm hin und her gemailt irgendwie und ihn gefragt, könntest du vielleicht noch mit Mietwagen und so. Und dann schrieb er zurück, kann ich sonst vielleicht noch was für dich tun? Mit 8 Ausrufezeichen und irgendwie 3, 4, 5 Fragezeichen. Ich dachte, Alter. Um Gottes Willen, warum schreit er mich denn da? Habe ich denn da falsch gemacht? Was habe ich denn jetzt für ein Problem? Ja, und dann habe ich ihm gemailt. Ist so, der hat einfach ganz normal, wollte wirklich nur freundlich und nett und höflich fragen, kann ich sonst noch was für dich tun? Ist aber offensichtlich einfach mit so einer schweren Hand irgendwie auf der Fragezeichentaste hängen geblieben. Und was auch eine Krankheit ist, ist Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen hinter jedem Satz, wo du denkst, aber der war doch zu Ende, was soll da noch kommen? Und das ist auch so eine Angewohnheit. Und was auch sehr, ich bin ja der festen Überzeugung, dass alle, die SMS schreiben, nur in Großbuchstaben geisteskrank sind. Weil es ist ja meine Mutter ist nicht geisteskrank, sie weiß nur einfach nicht, wie klein geht. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, deine Mutter hatte die Nerven, mit einem Österreicher ein Kind zu zeugen. Die kann nicht normal sein, also ganz ehrlich. Lass die Mama in Ruhe. Ja, die Mutter.